Hallo, willkommen zurück bei VegaTalk. Heute wollen wir euch die Möglichkeit aufzeigen, wie man unsere neuen Druck- und Grenzstandsensoren in den Prozess integriert und warum diese optimal für hygienische Anwendungen geeignet sind. Hallo Nathalie. Hallo Stefan. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gerne. Beim letzten Mal haben wir euch gezeigt, wie Anlagenbetreiber die Schaltzustände ihrer Sensoren ganz einfach erkennen können. Dank Leuchtring und großem Display mit Klartextanzeige ist das alles ganz einfach. Kannst du uns auch noch etwas zu den Prozessanschlüssen unserer Sensoren sagen? Ja, gerne. Lass uns das doch einfach direkt am Modell anschauen. Unsere neuen Vega Bar und auch Vega Point Serie können wir zum einen als direkte Clamp- oder Vari-Wend-Variante beispielsweise direkt am Prozess integrieren, wie man hier an dem Beispiel sieht. Oder man nutzt die Möglichkeit von einem standardisierten Prozessanschluss, hier G1 Zoll mit vorne liegendem O-Ring, und adaptiert diesen dann über einen Hygieneadapter, beispielsweise ein Clamp oder Vari-Wend, entsprechend am Prozess. Und welchen Vorteil hat der Anlagenbetreiber jetzt durch dieses Adaptersystem? Dieses Hygieneadaptersystem ist übergreifend zu unseren Vega Bar und Vega Point Serie, genauso auch einsetzbar für die Vega Swing Serie. Das heißt, der Anlagenbetreiber kann diese Variante verwenden, auch hier G1 Zoll mit vorne liegendem O-Ring, den Clamp Adapter, und diesen kann er dann sehr schnell verwenden, um auch entsprechend aus dem Vega Point, auch hier mit G1 Zoll O-Ring, vorne liegendem O-Ring, entsprechend eine Clamp-Variante zu adaptieren. Das bedeutet natürlich für den Anlagenbauer, dass er hier auch entsprechend die Lagerhaltung reduzieren kann, weil er nur den G1 Zoll O-Ring-Variante an Lager hat, als Standardvariante, und dann über die unterschiedlichen Prozessanschlüsse an den Prozess adaptieren kann. Und aus welchen Adaptersystemen kann der Kunde jetzt wählen? Der Kunde hat die Möglichkeit, aus sehr vielen Hygieneadapter zu wählen. Wir haben eine sehr große Auswahl an Hygieneadapter in unserem Portfolio. Sei es jetzt ein Clamp, ein Vari-Wend, ein Buntklemmstutzen, alles für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das heißt, diese Hygieneadapter erfüllen natürlich dann auch die Anforderungen bezüglich dem Material, also FDA und EG 1935/2004, aber eben auch die Anforderungen nach dem Hygienedesign, also nach 3A und EHEDG. Und deshalb eignen sie sich speziell auch für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie? Ganz genau, weil in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie spielt natürlich die Reinigung auch eine sehr wichtige Rolle. Weil typischerweise werden solche Behälter auch mit Sprühkugeln gereinigt. Das heißt, hier ist es wichtig, dass auch die entsprechenden Komponenten, also auch die Sensoren, die Hygieneadapter, spaltfrei konstruiert sind, sodass sie eben auch entsprechend gut gereinigt werden können. Das heißt, sie müssen zip und zip gereinigt werden können, während sie montiert sind im Prozess. Und was auch noch ganz wichtig ist, diese Sensoren können natürlich auch dann den Temperaturen der entsprechenden Reinigungszyklen standhalten. So, vielen Dank für deine Ausführungen, Nathalie. Gerne. Das war's dann auch schon wieder von uns. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf unsere Homepage www.vega.com.